Well, and Corey, nice to see you back on pitch again. Nice to see your goal, 1-1, at Greuther Fürth. Tell me something about the goal and your feelings after you go back on pitch. Yeah, I'm really happy to be back with the team. For a long time, I was injured, and then you miss everything around it, just the training. Oh, you miss it. But now, yeah, coming back after a long time on the pitch, I was already happy that I could make minutes because I think we are quicker than we normally thought. So I was already happy that I could go with the squad. And then scoring in the last minute, 1-1. Yeah, I'm really happy. It's incredible because you have the emotional goal against Hertha BSC, and you come back emotional, not so emotional, but very important goal today. The last few months not so easy for you, but today it's a good day for you. Yes, of course. I'm happy to be back, and as you mentioned. In the beginning of this season, it was a little bit difficult. My daughter, she was born, and she had to go to the intensive care. But now everything is good, so we are happy with this. And then now coming back, I would not say it's emotional, but I'm just happy to be back with the team and to give my all and for the club, for the fans. And today, 1-1 was everything we had to do. And next week, we will give everything again as a team. It's very good to hear. Tell me something about the goal. How can you see it? How can you have it? I think I was in the right spot for Tatsu. He took two men, and then the space to me was free, I think. And I think, with one touch, I had it in front of me, and I was not thinking, just shoot. I think exactly the same like Hertha. After the goal, you go to the fans and have a big jump, yeah? Yeah, this was all the emotions come out, you know. You work so hard the last 3 months to come back on the pitch. And then, scoring in the last minutes. There's all the emotions that came out after so much hard work. And at the end, as a footballer, this is what you want. Celebrate with the fans. Thank you, Mo. Thank you very much for the goal and very nice to see you back on the pitch. Danke. Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Ende 1-1, ja, Ausgleich in der buchstäblich letzten Sekunde hier bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das erste Gegentor für die Fürther seit einigen Wochen auch. Wie hast du die Partie insgesamt gesehen? Ein Spiel mit zwei Gesichtern, mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Erste Halbzeit wir nicht gut drin gewesen. Sehr fehlerhaft im Spielaufbau, viele einfache Bälle im Gegner aufgelegt, im Zweikämpfen, haben viele Torschancen für Gegner zugelassen, hatten zwar selbst auch zwei, drei Möglichkeiten, aber können uns hier nicht beschweren, wenn wir zur Halbzeit hinten liegen. Kommen dann raus aus der Halbzeit, haben umgestellt, haben vor allen Dingen das Spiel um die zweiten Bälle im Zentrum verändert, wie wir es darstellen. Dann waren die Jungs auch richtig griffig im Zweikampf drin, haben auch mit der überlagerten Acht haben wir dann uns immer wieder erfolgreich gelöst und haben die zweite Halbzeit unsererseits kontrolliert und hatten so das Gleiche, was wir erst halbzeit zugelassen hatten, wir selbst auch eine Vielzahl an Torchancen. Gehen jetzt weiter in einzelnen Rückstand, aber mussten eigentlich vorher schon oder hatten schon zweimal die Möglichkeit für uns vorher mit richtig klaren Möglichkeiten in Führung zu gehen und haben uns dann nie hängen lassen, haben dann wirklich immer weiter gemacht. Und klar ist es dann so, wenn du das quasi mit dem Abpfiff das Tor erziehst, dass das glücklich ist. Aber das war dann, haben sich die Jungs dann wirklich in der zweiten Halbzeit für diese engagierte Leistung und für die vielen guten Möglichkeiten, die wir ausspielen, dann belohnt. Besonderes Tor war es natürlich wegen des Zeitpunktes auch. Es war aber auch ein besonderes Tor, weil es Moel Ankouri geschossen hat. Das erste Tor seit dem Tor auch gegen Hertha BSC für ihn. Das Comeback heute. Wie hast du seine Leistung gesehen? Wie erklärst du dir jetzt auch, dass er dann so schnell, so gut wieder reingekommen ist, weil das ja alles andere als selbstverständlich ist? Wenn ihr ihn seht, dann ist es bei ihm nicht so. Ab dem Tag, wo der ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist es einfach ein Spieler, der eine unglaubliche Spielfreude hat und der hat eine hohe Qualität mit dem Ball am Fuß, hat der kann ihn offen hinlegen, der kann den Gegner kommen lassen. Das hat dann auch mit der Hereinnahme von ihm für uns auch das Spiel nochmal ein Stück verändert, weil wir konnten in Halbräumen spielen und es freut mich für ihn ungemein, dass er das jetzt nach der langen Verletztenpause, dass er wieder so gut zurückgekommen ist und es wird ihm natürlich unglaublich gut tun.
Und nach dem Tor ist er dann Richtung Fankurve gesprungen auch. Auch einfach ein Beleg dafür, ja, wie wichtig es natürlich das Tor war, aber wie sehr er sich auch freut, wieder da zu sein, denke ich. Also zunächst mal für ihn ja, dass der wieder auf das Spielfeld kommt. Der war ja war richtig heiß. Und du hast ja schon in der Woche überlegt, aber du musst halt trotzdem vernünftig sein und darfst nicht zu viel riskieren. Und deswegen auch erst so spät reinzubringen. Aber ich denke, dass er sich natürlich über sich und das Tor gefreut hat, aber vor allen Dingen auch, was wir hier alle registriert haben, diese enorme Unterstützung, die von unseren Fans auf den Rängen kam und die immer an uns geglaubt haben. Das war ja ein Spiel, wo du dann trotzdem das jetzt auf Messerschneide. Es war jetzt der Abschluss einer total intensiven englischen Woche, muss man sagen. Das 4:1 dann gegen Kaiserslautern, dann die ärgerliche Niederlage im DFB-Pokal gegen Düsseldorf, dann jetzt dieser Last-Minute-Punkt dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ist es so eine Woche, in der man dann auch sagen kann, das macht den Fußball besonders reizvoll, zumindest auch für den Außenstehenden, natürlich für einen selber dann mal in ja, den Bahnen der Emotionen. Also das, was insgesamt in der zweiten Bundesliga passiert, aber was im DFB-Pokal passiert ist, das macht in der Tat diese Sportart, den Fußball so interessant, dass du einfach nichts vorhersehen kannst und dass selbst in klaren Spielverläufen auf einmal ein Spiel auf den Kopf gestellt werden kann. Das ist das Tolle, interessant, dass der Fußball so unberechenbar ist. Für uns muss man allerdings schon sagen, war er in der Woche nichtsdestotrotz hart, weil wir schon ein Spiel hatten, wo wir eigentlich durch waren und das dann noch verloren haben. Und deswegen war ich auch so in der ersten Halbzeit gedacht, huch, kriegen wir es nicht gedreht. Aber was dann, als wir aus der Halbzeit rauskamen, dann waren die Jungs wirklich da und haben sich dagegen gestemmt und unbedingt auch in die richtige Richtung gehen. Deswegen bin ich froh, dass wir für uns jetzt noch so ein Ende hatten. Alles klar, Trainer. Vielen, vielen Dank natürlich. Gute Heimfahrt und dann nochmal eine gute Vorbereitung für das finale Hinrundenspiel dann gegen Fortuna Düsseldorf. Dankeschön, euch auch eine gute Heimreise.